Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Ihr wisst es ja sicherlich, wer in Deutschland seine eigene Meinung sagt, der muss mit Konsequenzen rechnen. Vor allem, wenn es eine Meinung ist, die vom öffentlichen Mainstream, also das, was gerade eben angesagt ist, abweicht. So ging es mir und so geht es jetzt auch Xavier Naidoo. Ich mache diese Erfahrung andauernd und kann mich daher richtig gut reinfühlen, wie sich Xavier Naidoo jetzt fühlen muss. Vom gefeierten Popstar zu jemand, wo sowohl die Mainstream-Medien als auch Politiker dauernd gegen ihn schießen und jetzt will man sogar seine Auftritte boykottieren und ihn praktisch komplett lahmlegen. Was macht diesen Mann eigentlich so gefährlich für dieses System? Das seht ihr in diesem Video. Xavier Naidoo ist einer der ganz Großen in Deutschland. So kann man das wirklich formulieren. Ich glaube, es gibt niemand, der diesen Mann nicht kennt, der den Namen noch nie gehört hat. Und umso erstaunlicher ist es eigentlich, was aktuell passiert ist. Denn wir hatten es ja bisher immer so, dass die allermeisten Prominenten, eigentlich fast alle, auf Linie gebracht worden sind. Die waren komplett regierungstreu und haben bei allem mitgemacht. Bei diesen ganzen Wir sind mehr und Wir sind Bund Aktionen, die für mehr Flüchtlingsaufnahmen plädieren, bei allen Aktionen, die für die Regierung sind, die eben regierungstreu ablaufen, da sind diese Promis immer mitmarschiert und da haben wir jetzt eben einen, der definitiv nicht mitmarschiert ist, der das eigentlich noch nie gemacht hat, aber jetzt auf einmal wird es ihm zu Verhängnis, nämlich Xavier Naidoo. Bei ihm ist es ja tatsächlich so, dass er schon seit Jahren mit Meinungen aufgefallen ist, die vom Mainstream abgewichen sind. Also er war nie politisch korrekt und umso verwunderlicher ist es, dass es jetzt so ist, dass auf ihn eingedroschen wird plötzlich. Aber schauen wir uns mal näher an, was er eigentlich gemacht hat. Diese Vorwürfe bezüglich Xavier Naidoo seitens des Mainstreams, die gibt es ja schon seit Jahren. Es hieß immer wieder, er wäre doch viel zu rechts und er würde Verschwörungstheorien verbreiten und dergleichen. Und da haben wir einen interessanten Mechanismus feststellen können. Wenn etablierte Künstler und Sänger linksextrem nahestehen oder sogar bei der Antifa mitmarschieren oder auf linksextremen Konzerten auftreten, das ist nie ein Problem im Mainstream gewesen. Da wirst du trotzdem Radio gespielt, da bekommst du trotzdem Veranstaltungen, wirst gebucht, aber sobald man eben eine andere Meinung vertritt, ja, dann ist es problematisch gewesen. Und so ist es bei Xavier Naidoo jetzt auch. Er hat ja die Flüchtlingspolitik in einem Song kritisiert. Das war der Auslöser, warum er tatsächlich bei DSDS als Juror rausgeworfen worden ist. Jetzt werden manche natürlich sagen, okay, das war sowieso nicht sein Niveau, diese Sendung. Diesen Menschen gebe ich auch recht, aber trotzdem muss man hier wieder bedenken, da wurde wieder ein Mensch wegen seiner Meinung entfernt von dem, was zu diesem Zeitpunkt sein Job gewesen ist. Und da sehen wir schon ganz klar, wie dieses System funktioniert. Wer eine andere Meinung hat, der fliegt. Bis hierhin dürfte das alles nichts Neues für euch sein. Diese Entwicklungen sind ja allgemein bekannt und es dürfte jeder von euch mitbekommen haben. Was ich aber jetzt erzählen muss, das hat mich persönlich sehr geschockt, diese Entwicklungen bezüglich Xavier Naidoo, als ich sie gesehen habe in den Medien, denn sie heißen eigentlich nichts anderes, als dass Xavier Naidoo jetzt ein riesiges Problem hat, beziehungsweise er ist zum Problem für dieses System geworden und deswegen soll er tatsächlich boykottiert werden. Ja, boykottiert, ihr habt richtig gehört. Es gibt jetzt immer mehr Boykottaufrufe, dass Konzerte und Veranstaltungen, wo er eben geben möchte, nicht mehr stattfinden sollen. Es wird jetzt wirklich offensiv mobil gemacht, dass ein Künstler in Deutschland nicht mehr auftreten soll und das ist wirklich eine ganz neue Dimension. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass Veranstalter aufgefordert werden, dass die ihm keine Bühne mehr geben sollen und ganz ehrlich, das ist wirklich Einschränkung der Kunstfreiheit. Man möchte hier einen Musiker, einen Künstler wirklich ruhig stellen, man möchte ihm die Bühne wegnehmen, weil er eine politisch nicht erwünschte Meinung vertritt. Und allein schon, um sowas zu fordern, wie muss man eigentlich drauf sein? Das ist ja wirklich offen diktatorisch, wenn man sich hinstellt und sagt, der Künstler, seine Gesinnung, die passt mir nicht, deswegen stellt ihn ruhig, gebt ihm keine Bühne mehr, lasst ihn nicht mehr auftreten. Nehmen wir uns mal die Leute vor, die so einen Boykott fordern, die also wollen, dass Xavier Naidoo keine Bühne mehr bekommt und nirgendwo mehr auftreten darf. Wir haben hier einen Artikel, aus dem ich vorlesen möchte von Watson und da heißt es, Julia Theresa Höhl, Sprecherin der Grünen Jugend, sagte dem Medienportal localo24.de, dass mit Naidoo, ein homophober Rassist, der antisemitische Sprache verwendet und rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet, in Kassel eine Bühne bekommt, lehnen wir entschieden ab. Also hier weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. So viel Quatsch einfach wieder in einen einzigen Satz gepackt. Ganz ehrlich, schämen sich diese Menschen nicht, die sowas verbreiten.
Ich frage mich bei diesen grünen Irrlichtern immer, ob die eine ganz eigene Tastatur besitzen. Also eine Tastatur, wo nicht ASDF, JKLÖ draufsteht, sondern wo nur solche einzelnen Tasten sind, wo diese Wörter zu lesen sind. Rassist, Verschwörungstheoretiker, Nazi, du Rechter und immer wieder diese gleichen Wörter werden da eingegeben. Das wäre ja praktisch, da müsste man sie nicht immer wieder ausformulieren, weil ganz ehrlich, das ist immer das Gleiche. Wenn irgendjemand eine Meinung vertritt, die nicht passt, dann heißt es immer wieder, du Nazi, du Rassist, du Verschwörungstheoretiker. Und Leute, das ist einfach keine Argumentation. Man kann sich nicht hinstellen und diese Buzzwords, dieses Bullshit-Bingo hier abspielen und wirklich so tun, als wäre das eine Argumentation. Das ist einfach extrem peinlich. Jetzt werden viele an dieser Stelle natürlich fragen, aber Niki, ganz ehrlich, du bekommst doch mit, was Xavier Du gerade für Videos verbreitet. Stehst du denn wirklich hinter all diesen Videos? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich stehe hinter dem, was ich persönlich sage. Und ich sage, Xavier Du hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Dafür sollte er keine Nachteile erfahren. Das ist eine ganz normale demokratische Position. Wo kommen wir denn dahin, wenn Menschen wegen ihrer Meinung nicht mehr auftreten sollen oder nicht mehr ihre Gesinnung überhaupt haben dürfen, weil sie sonst damit rechnen müssen, dass ihre Karriere beendet wird. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Xavier Du hat eine eigene Meinung. Er verbreitet Dinge, manche davon kann man als Wahrheit bezeichnen, manche davon kann man als Meinung bezeichnen, wie auch immer. Es geht darum, dass er diese Dinge einfach verbreiten darf, ohne dass er persönlichen Schaden davon haben sollte. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und wie ich schon sagte, von links ist das ja auch okay. Wir feiern hier in diesem Land irgendwelche feine Sahne Fischfiletgruppen. Ja, da macht sogar ein Herr Steinmeier kurzfristig Werbung dafür. Aber ein Xavier Du, der ist jetzt auf einmal böse. Sowas, finde ich, dürfen wir nicht hinnehmen. Und was ich extrem lustig finde, man hat sich ja wirklich darüber aufgeregt, dass Xavier Du die SPD Faschisten genannt hat. Dass er meinte, das wären Faschisten. Und man kann sagen, okay, diese Äußerung, die wirkt doch erstmal ziemlich krass. Aber mal ganz ehrlich, wenn dann eben linke Politiker hergehen, also dieses ganze Parteienkartell von Grüne, Linke und SPD und da die Stimmen sich mehren, dass Xavier Du keine Auftritte mehr bekommen soll, dass sich da irgendwelche Bürgermeister einmischen und sagen, der Mann soll nicht mehr auftreten dürfen. Ganz ehrlich, Leute, das ist eben der Grundsatz des Faschismus, dass man Menschen ihre Meinung nicht mehr zugesteht und dass man Menschen irgendwie schlechter stellen möchte, dass man sagen will, ja, du musst jetzt leiden, dich mag ich nicht, dir nehme ich alles weg, nur weil ich deine Meinung nicht teile. Das ist so ein Grundsatz, wo ich persönlich auch sage, man muss hier ganz klar Xavier Du recht geben, das, was ihm angetan wird, das ist eben nicht mehr demokratisch, hat eben nichts mit Demokratie zu tun, wenn jemand nicht auftreten darf, wenn jemand eben zum Schweigen gebracht werden soll. Und der wichtige Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, es gibt doch so viele Prominente, die wahrscheinlich eine eigene Meinung haben, aber diese nicht sagen, weil sie genau das befürchten, dass sie eben mundtot gemacht werden, dass ihre Karriere eventuell enden könnte sogar, wenn sie eben ihre wahre Meinung kommunizieren und stattdessen haben wir dann eben immer nur diese ganzen Refugees Welcome Promis, diese Til Schweigers, wo man übrigens hofft, dass er irgendwann mal seinem Namen gerecht wird und zum Stillschweiger wird. Aber wie auch immer, wir haben eben dieses Problem, dass wir in Deutschland extrem viele Prominente haben, die dieser Mainstream-Meinung nachlaufen. Und ich sage ganz klar, danke Xavier Du, dass du das nicht machst, dass du wirklich du selbst bist, dass du für uns da bist, dass du uns Bürger repräsentierst. Du weißt, dieser Weg wird kein leichter sein, aber wir gehen ihn mit dir. Meine Bitte an euch ist daher ganz klar, teilt dieses Video wirklich überall. Setzt ein Zeichen dagegen, dass hier wirklich ein Künstler, einer der bekanntesten Musiker Deutschlands unterdrückt werden soll, dass man ihm wirklich hier verbieten möchte, seine Meinung zu sagen, indem man ihn eben erpresst, der DSDS rauswurf, den kann er vielleicht verschmerzen, aber ganz ehrlich, welcher Musiker möchte schon, dass er nicht mehr auftreten kann? Das ist wirklich etwas, wo wir uns Sorgen machen müssen, in welchem System wir mittlerweile leben. Und ich bin, wie gesagt, jedem Menschen sehr dankbar, der dieses Video jetzt verbreitet und der einfach zeigt, es gibt extrem viele Menschen, die sich das nicht bieten lassen, die eben für Meinungsfreiheit da sind, die eben dafür stehen, dass jemand seine Meinung sagen kann, ohne dafür irgendwelche Konsequenzen oder Repressionen erleiden zu müssen. Und ich habe mich persönlich wirklich geschämt, als ich recherchiert habe und diese ganzen Artikel von meinen Journalistenkollegen in den Mainstream-Medien gesehen habe. Die gibt es ja schon seit so vielen Jahren. Da findest du schon 2017 oder 2016 Artikel, wo drin steht, Naidu, der Rassist, der Hetzer, er muss gestoppt werden. Dieses Ganze, was man eben nicht ernst nehmen kann, findet man da schon. Und es war praktisch ein Rauschmiss mit Ankündigungen. Also, dass Naidu jetzt so geächtet wird, ist auch das Werk der Medien, muss man ganz klar sagen. Die tragen hier auch die Verantwortung. Ich versuche natürlich hier mit alternativer Medien Arbeit, dem etwas entgegenzusetzen, dagegen zu arbeiten. Und ich danke auch allen Menschen von Herzen, die das möglich machen, dass ich hier auf diesem Kanal so frei und regelmäßig für euch arbeiten und hochladen kann, indem sie meine Arbeit freiwillig finanziell unterstützen. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, blende ich euch hier im Video.
Video ein. Sie ist auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Danke von Herzen an alle finanziellen Unterstützer meiner Arbeit. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich freue mich auf euch. Ciao.